Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja, oh, ich muss jetzt hier wichtig einleitungsmäßig was erzählen. Und zwar habe ich mich getraut, in meiner letzten Offline-Sitzung mein Schicksal aufzulösen und die Punkte einfach neu zu vergeben. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, ich weiß nicht, wie gut ihr das findet, aber unsere Fähigkeiten sehen jetzt so aus. So sieht das jetzt aus. Ich bin jetzt bei Raffinesse eigentlich sehr gut dabei und habe mir noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, auch ein bisschen da einen Punkt hier und da verteilt, den ich vielleicht nicht gerade so benutze, aber um bei den anderen Fertigkeiten höher zu kommen, muss man ja zwangsläufig manchmal woanders auch was reinskillen und habe das aber natürlich ganz viel wieder in den Bogen gepackt und so. Also wir haben jetzt auch weiter noch unsere Zauber, wir haben aber auch neue Zauber, das wird ganz interessant und spannend. Ich habe die Chakrams auch noch drinne. Trotzdem kämpfen wir jetzt dann auch in den Schild, ne? Man weiß ja nie. So ein bisschen hier in Abwehr, aber vor allem jetzt in, ja, so Feinklingen, Bogen, Dolche, so, das ist alles so mein Ding und wie gesagt, Chakrams auch noch drinne. Ich habe mich so ein bisschen versucht reinzuhängen, was mir nicht passt ist, dass ich diese ganzen Hinterrücksangriffe gar nicht mehr gemacht habe und das macht mir doch so Spaß und ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das kann man auch mit den Feinklingen. Das muss ich aber erstmal ausprobieren, wenn sich halt eine Gelegenheit bietet. Wenn nicht, habe ich halt vorsichtshalber auch noch ein paar Dolche drinne, so dass man halt noch so ein paar Hinterrücksangriffe machen kann und wir haben jetzt auch so eine Special-Angriffsdingens hier mit Langbogen mit Pfeilsalve, das hatten wir vorher gar nicht, weil die Punkte jetzt so verteilt sind, dass da jetzt ordentlich Wumms drinne ist. Und in Macht habe ich jetzt irgendwie kaum was. Macht ist natürlich an sich eigentlich ganz cool, wenn man halt auf Langschwert und diese ganzen Sachen skillt. Aber wir sind ja jetzt eher so ein anderer Typ. Und im Moment ist mein Schicksal Jäger, obwohl ich immer Schurke werden wollte, damit ich später mal ein cooler Waldläufer sein kann. Aber im Moment sind wir eher der Jäger und wenn ich mir hier so die Skills angucke mit, ja, oder eher Schadenssachen angucke, dann finde ich das fast sogar ein bisschen optimaler als Schurke. Aber das kann man ja immer wieder anscheinend ändern. Ja, wir sind auch gut ausgerüstet, das mal so nebenbei. So sieht das im Moment hier aus. Das sind unsere primären Waffen, brennende Feinklingen. Und wir haben natürlich auch noch die anderen Sachen alle da. Die habe ich jetzt nicht weggeschmissen. Hier ist unser cooler Bogen und so. Es ist also eigentlich alles da. Und rüstungstechnisch, denke ich, bin ich auch mal gut dabei. Ich lasse halt immer ein paar Sachen drinne für den Fall, dass ich mir selber noch was zusammenbasteln will. Mein Problem ist wie immer, dass der Plunder schnell voll ist. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Also die wird ja immer cooler und stärker hier. Jetzt aber erstmal hier noch so ein oder das Stein, den ich nochmal entdeckt habe und mit euch zusammen anhören will. Ich muss euch ein Geheimnis anvertrauen. Ich bin nicht traurig. Als ich ein kleines Mädchen war, sagte mein Vater immer, wenn man mit jemandem alt werde, würde man sein Schicksal an ihn binden. Ein Muster schaffen, das zum Teil das eigene, zum Teil das des anderen sei. Mein Vater sagte, dass Witwer deshalb oft kurz nach ihrer Frau sterben. Aber mir geht es nicht so. Ich fühle mich frei. Ich hoffe, die Geschichte war jetzt zu Ende und nicht, weil ich jetzt hier weggelaufen bin. Wir machen unseren Windemeer-Quest weiter. Ich hoffe, das ist der. Kann ich den los? Nee, Champions heißt der. Doch, Windemeere betreten, genau. Mit Halams Segen und dem Wiederbelebungsdrang führt mich mein Weg nur nach Norden, in das Königreich von Windemeer, die Heimat der Maid von Windemeer. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und mit meinen neuen Waffen muss ich mich natürlich erstmal einkämpfen. Oh, ich bin da ja gar nicht eingekämpft. Muss ich sagen, ne? Ich bin jetzt voll an die Chakrams gewöhnt, die natürlich immer so schön rumzwirbeln. Ah, warte mal, die nehme ich mal mit, nur um mal zu gucken, welche Dolche besser sind. Ja, okay, die sind nicht gut. Nee, dann können die gleich wieder weg. Alles klar. Oh oh. Na? Wer, wo denn? Da. Mit dem Bogen kriege ich die doch ganz schnell eigentlich gerade hin. Hindeln. Och, Leute. Ja, gut. Die vergiften dann doch so nebenbei immer. Das finde ich ganz cool, dass die jetzt hier so vor sich hin vergiften manchmal.
Ja, komm, den nehmen wir auch nochmal mit. Oft finde ich ja gar keine Reagenzien, das ist doof, aber für manche Tränke. Ah, habe ich auch noch gar nicht erzählt. Ich kann jetzt auch. Oh, das ist schwierig. Nee, das werde ich nicht hinbekommen. Ich kann jetzt auch Heiltränke selber machen. Das war ja immer voll das Problem. Das kann ich jetzt aber. Ist das nicht toll? Ihr seid gekommen. Wie weise von euch. Weiser als die anderen Narren im Haus der Balladen. Ihre Unfähigkeit, über sich selbst hinauszublicken, ist der Grund für dieses Ende. Dies ist mein Reich. Und jeder, der es durchqueren will, muss sich zunächst meinen Herausforderungen stellen. Der Dornwall wartet auf euch. Okay, wo ist der König? Ihr werdet ihn erst zu Gesicht bekommen, wenn ich euch für würdig erachte. Ich ziehe jetzt die Fäden. Wenn ihr eure Freunde retten wollt, müsst ihr das Schlachtfeld überqueren. So, so, und wer seid ihr? Ich weiß es ja eigentlich, aber wer seid ihr? Ich bin nicht Teil des Hofes des Sommers, sondern eine Blume des rauen Winters. Und ich begehre das eine, was mir die Kühle der Unsterblichkeit nicht bieten kann. Liebe. Oh, nee, ist das jetzt auch eigentlich so eine nette und wir müssen die töten? So wie es die Erzählung besagt, wird es auch für euch gelten. Nur ein wahrer Ritter aus dem Haus der Balladen kann den Wall überwinden. Und jeder wahre Ritter braucht eine Rüstung. So sagt mir, Liebste, sind eure Geschichten den Atem eines Barden wert? Oder seid ihr nur Staub, der darauf wartet, zu Boden zu sinken? Uh-oh, Haus der Balladen, Rüstung finden. Was ist denn los? Ach, die kämpfen da hinten rum, okay. Das muss uns ja hier nicht interessieren, wir gehen einfach mal weiter. Oder gehe ich gerade zurück? Nee, ich muss da hin. Ich muss da hin. Also. Und weg war er. Oh, weg waren sie. Das ist doch cool mit dem Bogen. Ich finde das cool. Da kann man die so von weiter Entfernung immer alle schon direkt... Muss man doch gar nicht nah rangehen und sich lange abmühen. Das geht auch ganz einfach. Es tut mir ja leid, ne? Aber das ist so. Wen soll ich hier töten? Hallo? Ich geh mal hin, ich muss mal reden hier. Seht nur, wer hier ist, Kret. Halam der Weiße hat seine rechte Hand geschickt, um den guten Namen unserer Herrin in den Schmutz zu ziehen. Ihr unterbrecht ein Duell, das in die Legenden eingehen wird. Es kann nur einen Champion von Windermeer geben, und das werde ich sein. Aber natürlich war Kret nie jemand, der sich mit Würde geschlagen gäbe. Was ist mit dir? Das bin ich. Doch in Wahrheit habe ich eine höhere Berufung gefunden, eine Bestimmung, die niemals verschwinden wird. Ich kämpfe nun für die Maid und sie flüstert mir ihre Liebe zu. Ach so, ja. Aber die kann doch gar keine Liebe fühlen. Meinst du, die liebt dich wirklich? Verarscht die dich nicht? Sie ist die Einzige, die unsere Verehrung verdient. Die Einzige, die bereit ist, der Erzählung entgegenzutreten und für ihre eigenen Ziele zu kämpfen. Sie ist glorreich. Findest du also richtig... Richtig dufte, alles klar. Ich brauch aber deine Rüstung. Ihr braucht unsere Rüstung? Soll das ein Scherz sein? Ihr werdet die Maid niemals beeindrucken. Sie ist allein an wahren Rittern des Reichs interessiert. Aber vielleicht könnt ihr uns bei einer Entscheidung helfen, Sagrel. Kret und ich haben gerade darum gekämpft, wer der wahre Champion der Maid sein sollte. Außer natürlich, ihr haltet euch selbst einer derartigen Ehre für würdig. Dann könnt ihr gern einen von uns zu einem Duell herausfordern. Euer Preis soll die Rüstung sein, die ihr begehrt. Ja, warum kämpft ihr nochmal? Wir ehren dieses Schlachtfeld im Namen der Maid, die nur einen Champion haben kann. Nur einen Verteidiger von Windermeer und nur einen, der ihrer Liebe würdig ist. Kret denkt, er sei es, den sie begehrt. Doch er irrt sich. Er irrt sich immer. Mhm. Und wo ist der Champion? Es kann nur einen Verteidiger von Windermeer geben. Und da Sir Elswin nicht länger würdig war, haben Kret und ich uns seiner in aller Eile und seinem Stand angemessen entledigt. Was, wenn ich euch auswähle? Ihr könntet mehr als nur meine Rüstung gewinnen, Sagrel. Ihr wüsstet, dass ihr die wahre Siegerin seid, denn Aerma ist der mächtigste Ritter, der je sein Schwert im Namen der Maid erhob.
Ich muss mal darüber nachdenken. Nun gut, wir wollen ja nichts übereilen, nicht wahr? Genau. Immer mit der Ruhe. Was, wollen wir mit dir auch noch mal reden? Mir ist gerade auch aufgefallen, dass sie irgendwie ihre, kann ich denn jetzt nicht wieder meine Armschienendinger ansetzen? Die hat sie doch. Die hat sie, man hat die nur gerade nicht gesehen. Ich dachte, die wären nicht ausgerüstet. Ach so, na gut, dann ist ja okay. Dann ist ja eigentlich alles gut, aber irgendwie ist ihre Gesundheit auch nicht so ganz top. Dann nimmer. Genau. So, dann reden wir nochmal mit Kret. Also, wer von uns soll euch töten? Wenn es sein muss und meiner Herrin gefällt, werde ich es tun. So, warum kämpfst du denn? Es ist Aimers Pflichtgefühl, was ihn schwach macht. Die Maid braucht jemanden, dessen Stärke nicht durch Mitgefühl gehemmt wird. Nicht einmal ritterliche oder brüderliche Liebe kann zwischen meiner Herrin und mir stehen. Wer auch immer versuchen sollte, sich zwischen uns zu stellen, wird fallen. Mhm, und wo ist der Champion? Sir Elswin wurde von seinen Pflichten entbunden. Er hatte dieses Königreich schon viel zu lange beschützt. Und selbst die Besten werden irgendwann träge. Mhm, was, wenn ich euch auswähle? Dann verdient ihr euch meinen Respekt. Etwas, wonach ihr euch seit unserer ersten Begegnung gesehnt habt. Kommt, beweist mir, dass ihr meiner Klinge würdig seid. Hm. Ich muss darüber nachdenken. All die Zeit, die ihr Sterblichen vergeudet. So wenig, wie ihr davon habt, sollte man doch eigentlich meinen, ihr würdet sorgfältiger damit umgehen. Auf Wiedersehen. Halt! 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 Ich bin doch hier. Ich laufe mal zu den Kisten hier. So, ein bisschen Geld gescheffelt, bevor es hier losgeht. Ich muss halt jetzt überlegen, was ich mache. Ich weiß es halt nicht. Vielleicht kann uns ja der Stein hier helfen. Zum Schlaf verflucht das Reich von der Maid, der tiefbösen Maid. Ein Schauer. Die liebliche Belmaid errettete sie. Halt! Trotz ihrer unendlichen Trauer. Ihr fragt, warum Belmaid so trauert. König Wenzen erward verflucht. Denn hatte die Maid von Windemeer seinen Willen zu brechen gesucht. Mhm. Ja, ich weiß gerade nicht so richtig, Halt! Mit wem ich jetzt kämpfen soll. Ich will das jetzt eigentlich so machen, dass der, und ich hoffe, ich verstehe das richtig, ja, ich stehe doch schon, dass der, gegen den ich kämpfe, der ist, den ich mag. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe aber ein bisschen Angst, dass der andere dann, der ja dann aus dem Schneider ist, eher der Gewinner ist, weil ich mache den anderen ja platt. Ich finde den Kret nicht so toll. Ich würde gerne halt mit dem Aimer eigentlich kämpfen. Den finde ich irgendwie leicht sympathischer und zumindest jetzt gerade. Zumindest jetzt in diesem Augenblick. Aber die haben ja teilweise alle so ihre Unsympathischkeiten. Halt. Ihr wisst, was ich meine. Und ich versuche es einfach mal. Ich weiß aber nicht... Ich brenne darauf, eure Entscheidung zu erfahren. Wir versuchen das mal. Gut. Ich muss gestehen, dass ich auf dieses Ergebnis gehofft hatte. Wollen wir? Ja. Phoenix. Wow, wo kommt der denn her? Oh, ich muss was nehmen, sonst sterbe ich hier. Das ist doch überall, als ich dachte. Ach, Leute, macht mich hier nicht fertig. Oh, das geht so schnell hier gerade. Ich habe gerade erst einen Trank genommen. Leute, kann ich den noch nicht nehmen? Oh, ich kann den noch nicht nehmen. Hilfe! Ah, ich komme hier nicht raus aus der Schneise. Nee. Mein lieber Schwan.
Odi sind, das ist schwieriger, als ich jetzt dachte. Echt jetzt. Also das weiß ich nicht, ob ich das gerade überhaupt schaffe gerade. Das ist schon nicht ohne. Muss ich mir was überlegen? Halt. Oh, was mache ich denn jetzt? Mit dir will ich nicht kämpfen. Ich versuch's mit dir ja nochmal. Nimm mal wieder deinen Trunk. Ich habe gar nicht genug. Kann ich welche machen? Dann können wir das gleich zusammen mal machen. Ach nee, das kann ich ja nur am... Das kann ich nicht einfach so machen, ne? Ah, das kann ich nicht einfach so machen. Ich brenne darauf, eure Entscheidung zu erfahren. Gut. Oh, er kriegt ja gar keinen Schaden ab. Die sind so heftig. Ja, das geht schon wieder in die Hose gerade. Komm hier aus der Ecke nicht raus. Scheiße. Ja. Das weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Halt! Das weiß ich gerade nicht. Ich kann doch meinen neuen Pfeilhagel jetzt machen. Würde mir der nicht was bringen bei den ganzen Gegnern hier? Wie geht das denn? Techniken? Hammer, bla bla bla, Dolch. Ich muss hier leider immer so runter gehen, Stab. Bin ich jetzt dran vorbei? Bin ich dran vorbei? Hier, Pfeilsturm. Greife während des Blockens mit den Langbogen an, um mehrere Pfeile abzufeuern, die um deinen Gegner um den halt die Taste gedrückt, um Statuseffekte zu verursachen. Ja, aber wie mache ich das denn? Wenn ich jetzt hier den hier mache, was muss ich denn dann machen? Kann ich so eine geile Falle hier bauen? Vielleicht ist das gar nicht schlecht, die jetzt schon mal aufzubauen hier. Guck mal, die baue ich jetzt hier überall auf und dann gehen die in meine Fallen. Meine Frostpfeilen. So, da habe ich schon mal ein bisschen hier Vorarbeit geleistet. So ein bisschen Mana-Tränke nehmen, das ist ja kein Ding. So. Hier, die kommen jetzt überall hier hin. Oh, dann gehen die kaputt. Ach so, schnell. Dann muss das schnell jetzt hier gehen. Also, wer von uns soll euch töten? Wenn es sein muss und meiner Herrin gefällt, all die Zeit auf Wiedersehen. Dich wollte ich. Ich brenne darauf, eure Entscheidung zu erfahren. Oh, gut. Das wird doch wieder nicht. Ich sehe das kommen. Wie kann man so schnell sterben? Zack, 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 tot ist man. Das geht gar nicht. Mit meinen tollen Fallen hier, egal was ich jetzt mache. Oh, ich weiß doch. Nein, ich will das nicht. Ich will das doch schaffen. Ist mein Level nicht hoch genug oder was? Hier, dudel uns mal ein. Zum Schlaf verflucht das Reich von der Maid. Halt! Der tiefbösen Maid. Ein Schauer. Die liebliche Belmaid errettete sie. Trotz ihrer unendlichen Trauer. Ihr fragt, warum Belmaid so trauert. Ich brenne darauf, eure Entscheidung zu erfahren. Ich fühle mich sehr schlecht gerade. Sehr, sehr schlecht. Da muss ich sofort was nehmen. Und ich kann nicht mal ausweichen. Das ist doch Kacke. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Nimm was, Mädchen, nimm was. Weg ist er. Warte, 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 warte. Das läuft doch. So, jetzt du. Du Arsch. Da, jetzt aber. Dritter Versuch. Hast du dir so gedacht?
Nee, nee, nee. Ich bin auch gut. Ah, jawoll. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass ich das jetzt doch noch... Oh, das, da freue ich mich. Ja, klar ist das... Klar ist das jetzt voll, aber... Ah, mit dem Bogen. Mit dem Bogen. Und da soll noch mal jemand sagen, Bogen sind scheiße. Das geht doch. Klar, gut, okay. Wäre ich jetzt voll auf Nahkampf und so, das läuft dann auch. Aber da freue ich mich doch jetzt. Da freue ich mich doch jetzt. Und ich habe gar nicht mal so viel Heiltränke gebraucht. Mensch, du, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt gucken wir uns doch mal an, was wir bekommen haben. Haus der Balladenkapuze. Die, weiß ich nicht, muss ich da aufsetzen jetzt? Und dann, oder wie? Achso, das ist jetzt so ein Set. Die sollte man ja dann schon mal aufsetzen, ne? Wenn man das schon mal hat, dann was man hat, das hat man. Hier ist eine Robe. Dann ziehen wir die auch an. Dann gehöre ich jetzt hier mit zum Club. Das soll ja anscheinend so sein. Jetzt habe ich alles angezogen und weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, mir fehlt noch was zu plundern. Irgendwas muss ich zum Plunder tun, sonst kriege ich das andere, kriege ich die Gemme doch nicht mit. Kriege ich die Gemme nicht mit. Vielleicht die Leinenrobe rausschmeißen. Ich, ja, aber ich weiß auch nicht. Ich finde das gar nicht so. Ich weiß doch nicht. Will die Stulpen auch nicht wegtun. Die sind auch super. Das, was ich anhab, finde ich überhaupt nicht toll. Aber anscheinend soll ich ja. Das ist schwierig. Ich will gerade nichts rausschmeißen. Will ich eigentlich? Will ich gerade nicht. Aber dann packe ich meine schönen Kochlederstiefel jetzt mal weg. Oder den Schild? Nee, wir brauchen ein Schild. Man weiß ja nie. Obwohl ich den Schild tatsächlich eigentlich nie brauche. Also ich benutze den immer nie irgendwie. Ach, aber gar kein Schild haben ist auch doof. Habe ich nicht noch irgendwas bei Waffen drinne, was ich nicht brauche? Nee, die wollte ich auch alle behalten. Ich kann mich doch immer so schwer trennen. Nee, nee, nee. Vielleicht einfach hier bei Konsumgut. Da ist doch bestimmt irgendwas drin, was wir nicht brauchen. Wir nehmen einfach mal was. Wir nehmen einfach mal was, weil dann, zack, so sind wir total klug und alles Mögliche. Und dann müsste das gehen, ne? Nee, geht nicht. Oh, ich werde nicht mehr. Schade. Den brauchen wir auch nicht. Also, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der besser ist. Ach ja, was soll ich sagen? Ja, aber hat doch geklappt. Das ist doch super. Das freut mich. Ich weiß nur gerade nicht so richtig, was ich jetzt hier tun soll. Da war doch die Gemme. Warum kann ich die Gemme nicht mitnehmen? Das ist doch wohl etwas leicht übertrieben. War so eine kleine Gemme. Die kann man ja nochmal schnell in den Gemmenbeutel stopfen. Das, ach, ich mache das hier offline. Ich habe das jetzt geschafft. Das ist doch ein schönes Ende für den Part. Schick sieht sie auch. Sie sieht wirklich schick aus. Gefällt mir gut, wie sie aussieht. Aber, ja, ist halt rüsttechnisch gar nicht mal so toll. Und ich bin von meinen Feinklingen auch nicht so begeistert wie von den Chakrams. Die haben irgendwie besser funktioniert. Da bin ich ja mit dem Pfeil fast jetzt besser als mit den Dingern. Aber vielleicht muss ich mich nur einfach noch ein bisschen einkämpfen. Die Zauber sind, wie gesagt, das sind neue Frostpfeilen und Wir können jetzt ja auch, zack, ganz schnell sein. Das hätte ich auch mal benutzen sollen. So, bumm. Und dann sind wir ganz schnell. Das fand ich cool, deswegen habe ich das genommen gehabt. Ja, und hier haben wir so ein Gift-Special-Kram. So, so sieht's aus in diesem Part. Wir sehen uns im nächsten. Und mal gucken, ob wir dann die Maid von Windemeer treffen. Bis dann.